Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cuphead. Wir spielen wieder als Mugman und wir begeben uns noch einmal in den Level Prekärer Pier hinein. Das ist ja die Stage, die ich das letzte Mal gespielt habe und wo ich so nicht ganz so klug in die Krabben reingesprungen bin. Ich hoffe, dass ich das diesmal ein bisschen verhindern kann und dass wir vielleicht ein bisschen weiterkommen und noch ein bisschen was anderes hier aus dem Level sehen. Jedenfalls würde ich mich darüber freuen. Aber versprechen kann ich nichts. Da geht die Stage auch schon los. Und natürlich rüste ich hier auch meine Jägerwaffe wieder aus. Das habe ich ja, glaube ich, das letzte Mal auch schon gesagt, dass ich die ziemlich praktisch finde in diesen Jump-and-Gun-Leveln. Meiner Meinung nach macht die diese Level zumindest etwas leichter oder etwas erträglicher. So, jetzt heißt es hier wieder Projektilen ausweichen. Das geht aber. Und da müssen doch die Krabben kommen, oder? Ja, da ist auch schon eine. Die sehen übrigens unheimlich wütend aus. Schaut euch die Krabben mal an. Also ich glaube, ganz glücklich sind die nicht. Die sehen sehr, sehr sauer aus, die Viecher. Naja, weiter geht's hier auf diesem Steg und... Ah! Okay. Ein Hummer. Kommt der nochmal wieder? Der ist jetzt gerade hier ins Wasser getaucht. Okay, der kommt anscheinend immer wieder. Und der feuert so kleine Blitze auf uns. Vielleicht mache ich den erstmal kaputt. Ich denke mal, der wird sonst etwas nerviger sein. Schauen wir mal, ob der nochmal neu spawnt. Okay, der spawnt immer wieder. Okay. Ich mache den jetzt einfach nochmal kaputt, sicherheitshalber. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Einfluss der hier auf den Level hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass er in den Jump-and-Run-Passagen durchaus etwas nerviger ist. Da kommt er nochmal wieder. Oh, da ist er nochmal. Ah, Moment. Da ist er jetzt ins Wasser reingegangen. Also anscheinend kommt er nicht bis auf das Schiff rauf. Schon mal gut zu wissen, falls wir die Stage hier nochmal spielen müssen. Was haben wir da vorne? Den Arm eines Tintenfisches, beziehungsweise eines Oktopus. Okay. Und hier haben wir einen. Na, mein Freund, was machst du denn? Ach, hier muss ich kontern und dann... Ah, okay. Okay, jetzt bin ich leider ziemlich oft ins Wasser reingeflogen. Wenn man kontert, dann führt das anscheinend dazu, dass er eine Kanonenkugel schießt. Und mit der Kanonenkugel hat er einen Felsen kaputt gemacht. Und diesen Felsen, den muss ich wahrscheinlich kaputt machen, um da weiterzukommen. Das sollte ich mir also auch auf jeden Fall merken. Als erstes geht es hier aber mal weiter. Und wir versuchen einfach nochmal an dieselbe Stelle ranzukommen. Vielleicht stelle ich mich diesmal ein bisschen klüger an als gerade eben. Na, wann kommen denn die Krabben wieder? Da sind sie doch wieder, oder da ist sie wieder, die Krabbe. Da vorne ist der Bruder der Krabbe. Und ich glaube, das hier ist doch schon die letzte, oder? Ja, das ist die letzte, also da vorne ist die Kiste wieder. Und hier achten wir einfach wieder auf diesen Hummer. Ja, da möchte ich mir auf jeden Fall sicher sein. Den muss ich erledigen, den guten. Denn der wird wahrscheinlich wirklich total nervig, wenn man den nicht kaputt macht. Oh Mann, jetzt hat er mich nochmal getroffen. Ich glaube, ich warte nochmal. Okay, jetzt bin ich hier leider nochmal in die Schlucht gesprungen, wollte ich gerade sagen. Ins Wasser geflogen. Egal, ein weiterer Versuch. Los geht's. Und diesmal heißt es Konzentration, 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 damit wir diesen Level hier beenden. Also wieder hier schön die ganzen Münzen natürlich auch einsammeln. Wir können eigentlich auch gleich mal schauen, ob wir uns bei Porky vielleicht noch was Neues besorgen können. Beziehungsweise bei Schwarte. Mit diesen Münzen. Ich weiß auch gar nicht, ob man irgendwas geschenkt bekommt, wenn man alle Münzen gesammelt hat. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass man halt so einen Bonus bekommt. Irgendwie, ja, du hast alle Münzen gesammelt oder so. Fände ich jedenfalls ganz nett, aber kann ich momentan noch nicht beantworten, ob das tatsächlich so ist. Diesmal warte ich auf jeden Fall ein bisschen länger auf den Hummer hier. Na komm. Ja, du darfst mich abschießen, so oft du möchtest. Hauptsache, du lässt dich erledigen. Ah, sagte er und der Hummer erledigte mich leider. Jetzt müsste ich ihn aber mal langsam besiegen auch, oder? Ah, okay. Das war's. Er ist auf jeden Fall kaputt. Und ich bin hier vorne angekommen. Das heißt, da vorne ist auch eigentlich schon das Schiff.
Und genau hier verfolgt mich dieser Hummer ja nicht mehr. Das hier ist auf jeden Fall eine etwas schwierigere Geschichte, finde ich. Hier benutze ich jetzt einfach mal mein Schild. Und jetzt muss ich ja nur darauf achten, hier zu überleben. Okay, nur ist gut, das ist echt schwer. Okay, jetzt habe ich eine Münze leider nicht gekriegt. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Vielleicht reicht es trotzdem zum Beenden des Levels hier. Aber sehen wir gleich. Na? Ah, da vorne ist auf jeden Fall das Ende hier von dem Pier. Das heißt, ich denke mal, hier haben wir den Level beendet. Tatsächlich, leider haben wir eine Münze liegen lassen. Die müssen wir also nochmal holen. Aber zumindest haben wir hier ein Ergebnis. Und wir bekommen natürlich auch wieder eine Note am Ende. Und die Note lautet... Na? B-. Okay, also mit B- kann ich auf jeden Fall leben. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich werde die letzte Münze jetzt auch einfach nicht holen. Zumindest nicht während der Aufnahme. Die hole ich einfach gleich mal offscreen. Heißt, wenn wir den nächsten Part anfangen, dann werde ich hier eine zusätzliche Münze haben. Das ist jetzt Quatsch, wenn wir den Level nochmal spielen. Das finde ich dann ein bisschen langweilig. Schauen wir uns erstmal hier oben an. Wir haben ja einen neuen Abschnitt freigeschaltet. Und zwar das Mausoleum 3. Okidoki. Das dürfte wieder so eine Challenge sein, wo wir gegen die Geister kämpfen müssen. Und da war ich die letzten Male ja eigentlich ganz gut drin. Da habe ich nicht wirklich mehrere Versuche gebraucht. Probier es einfach mal auf Anhieb hier nochmal hinzubekommen. Kann natürlich nichts versprechen. Aber diese Konter-Challenges, die machen mir auf jeden Fall Spaß. Das ist so mit meinem Lieblingselement am Spiel. Also diese Mausoleum-Aufgaben hier meine ich. Oh, okay, da kommt ein kleiner Geist. Oh, diesmal habe ich es nicht geschafft. Gerade noch große Klappe gehabt. Schauen wir mal, ob ich es diesmal hinbekomme. Also. Verteidigen, verteidigen, verteidigen. Übrigens bekommen wir hier natürlich am Ende auch eine neue Super-Attacke. Und da frage ich mich schon, was das sein wird. Ich hoffe, irgendwas Cooles. Irgendwas, wofür sich hier diese Mühen mit den Geistern auch lohnen. Die erste Super-Attacke, die wir haben, das ist ja dieser große Energiestrahl, den wir nach vorne machen. Und die zweite Super-Attacke, muss ich mal gerade überlegen, die war, glaube ich, Unbesiegbarkeit. Die habe ich noch gar nicht eingesetzt. Die müsste ich eigentlich mal einsetzen. Ist eigentlich auch tendenziell eine ganz nützliche Attacke. Ich weiß gar nicht, warum ich die noch nie so benutzt habe. Also stelle ich mir jedenfalls ganz nützlich vor. So, wie viele Geister kommen denn hier noch? Da vorne habe ich noch einen kleinen gesehen. Und hier ist noch so eine Geisterdame. Da ist noch ein großer. Und zwei normale. Okay, da oben ist noch ein großer. Die sind ja hier tatsächlich so der Hauptgegner in dem Level. Und das war's. Wir haben es geschafft. Victory! Wir haben eine neue Spezialfähigkeit freigeschaltet. Beziehungsweise erst einmal haben wir natürlich hier diese kleine Kelchdame. Gott sei Dank, dass ihr vorbeigekommen seid. Diese verdammten Geister hätten mich fast erledigt. Hier ist die letzte magische Superkunst. Die habe ich für euch gefunden. Tja, Zeit abzuschwirren. Viel Glück. Dankeschön, lieber Kelch. Und damit haben wir dieses Mausoleum hier ja tatsächlich hinter uns gebracht. Und das bedeutet, wir können ein bisschen weitergehen. Und ja, zu Recht freut sich natürlich Magman natürlich, nicht Kapett. Du hast ein neues Super freigeschaltet. Wundervoll. Wir können hier in den Shop reingehen. Und das mache ich mal. Ich habe zwar eine Münze ja nicht gefunden, aber ich müsste mir trotzdem ein bisschen was kaufen können, oder? 7 Münzen haben wir ja. Ja, ich kann den Zucker kaufen und das Herz. Und es gibt jetzt noch einen Schleifstein und Kaffee, den ich mir kaufen könnte. Könnte, wenn ich denn die Münzen hätte. Habe ich ja leider nicht. Also zurück auf die Map. Und da habe ich gerade noch einen NPC auf der Karte gesehen. Den sollte ich vielleicht auch mal ansprechen.
Na, da vorne ist er. Lass uns offen reden, Leute, okay? Es gibt eine echte Top-Leute und dann gibt es, tja, den ganzen Rest. Im Moment wirkt ihr eher wie der ganze Rest. Und das bedeutet, dass ihr die Welt nicht auf meine besondere Art sehen könnt. Okay. Ja, danke schön für dieses wundervolle Gespräch. Hier haben wir einen Bossgegner und zwar Werner Wehrmann in die Mäusebrigade. Und ich würde sagen, den probieren wir einfach mal. Schauen wir uns also mal an, was der gute Werner Wehrmann hier so vorzubringen hat. Und vor allen Dingen natürlich auch, wie er designt ist. Da freue ich mich natürlich wieder drauf. Also Werner, was bist du für ein Zeitgenosse? Eine Maus! Okay, der schaut ja witzig aus. Ich greife den einfach mal an. Von oben... Oh, okay, von oben kommen Bomben, die hier auf dem Boden so einen Feuereffekt machen. Und hier, das sieht aus, als müsste ich da drüber springen. Ja. Okay. Im Hintergrund sehe ich auch noch was. Ah, okay, jetzt hat er seinen Angriff geändert. Er schmeißt jetzt keine Bomben mehr, sondern so Kleinteile auf mich drauf. Und das wird wahrscheinlich auch hier so die erste Phase sein, also dass er diese Projektile schießt. Und dass man einfach ein bisschen ausweichen und Schaden machen muss. Ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Schauen wir mal, was die zweite Phase bringt. Einer der einfacheren Gegner, wobei meiner Meinung nach auch sehr cool designt. Was haben wir da? Flaschenkorken? Was macht er? Feuer? Hier sollte ich wahrscheinlich die Ebene wechseln. Ah, okay. Ah, da wechselt er nach oben und nach unten und der schießt mit Feuer auf uns, der Gute. Ich gehe noch einmal zurück zur Karte. Ich werde hier mal eine andere Waffe ausrüsten. Jetzt muss ich mal überlegen. Also in der ersten Phase geht es ja viel um Ausweichen. Da wird mir jetzt der Jägerangriff natürlich nutzen. Die Kartätsche könnte für den zweiten Bossbereich bzw. für die zweite Phase ganz nützlich sein. Die lasse ich, also die Kartätsche lasse ich auf jeden Fall ausgerüstet. Vielleicht nehme ich den Lupfer hier einfach mal. Ich nehme mal Lupfer und Kartätsche, denn der Lupfer, der müsste ja eigentlich zu dem lieben Werner hinlupfen. Und das könnte ich mir als relativ praktisch zumindest in der ersten Phase vorstellen. Aber probieren wir es einfach mal aus. Es gibt ja hier kein richtig und kein falsch in dem Spiel. So, da ist er also wieder, der Werner. Und ja, also zumindest treffe ich ihn ganz gut mit der Waffe. Ich konzentriere mich mal hier aufs Ausweichen. Das scheint auch noch zu funktionieren. Kann ich mich eigentlich davon treffen lassen? Okay, da kriege ich nicht mal Schaden von. Ja. Also das finde ich hier ganz vernünftig, ganz human. Meine Superattacke füllt sich auch relativ schnell. Damit kann ich vielleicht die zweite Phase so ein bisschen abkürzen. Also die Superphase nutze ich auf jeden Fall für die zweite Phase. Ja, okay. In die wir uns auch direkt schon begeben haben. Und vielleicht... Ah, Moment. Das war jetzt nicht ganz so klug. Da bin ich auf die obere Ebene gesprungen. Jetzt muss ich mal überlegen. In der zweiten Phase greife ich ihn mit der Superattacke an. Und ansonsten kann ich mal schauen, ob ich mich unter ihn stellen kann, um ihm vielleicht ein bisschen Schaden mit der Kartätsche zu machen. Also noch ein Versuch. Mein lieber Werner. Vielleicht weiche ich diesmal auch ein bisschen besser aus. Ja, das war schon besser als vorhin, glaube ich. Jetzt kommen wieder diese kleinen Trampoline. Nee. Ah, jetzt macht er direkt diese Projektilgeschichte. Da kann ich aber auch durchchargen. Nochmal Bomben. Das heißt, da habe ich nicht genug Schaden gemacht oder nicht schnell genug Schaden gemacht anscheinend. Ich hatte vorhin das Gefühl, dass er diese Trampolin-Geschichte schon ein bisschen früher gemacht hat. Ach, die hat er jetzt gar nicht gemacht. Okay. Schauen wir mal, wie viel Schaden ich in ihm machen kann. Ich benutze jetzt einfach mal meinen Superangriff. Und... Ja, da kann man ganz gut hin und her wechseln. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Oh, jetzt bin ich gestorben. Da ist er nach unten gekommen. Das war der Übergang in die nächste Phase. Da darf ich nicht über ihm stehen. Ich probiere es nochmal. Also, mein Lieber. Ich hoffe, dass ich dich diesmal besiegt bekomme. Versuch mal ein bisschen mich zu konzentrieren hier. So. Und...
Schauen wir mal, was jetzt kommt. Ob die Trampoline oder die Projektile kommen. Nee, die Projektile kommen. Das ist anscheinend alles optional, was hier passiert. Mal kommen die Trampoline, mal nicht. Und das finde ich auch ganz witzig. Das verleiht dem Boss natürlich so ein bisschen Abwechslung. So, jetzt habe ich die nächste Phase schon erreicht. Und ich muss auf jeden Fall aufpassen, sobald er diesen Feuerangriff gemacht hat, muss ich direkt die Ebene wechseln. Und im Idealfall, sobald ich ihn in die nächste Phase geschlagen habe, genau, bin ich natürlich hier. Oh, oh Gott. Wie witzig. Eine Katze. Ach, jetzt wurde er von der Katze... Oh, jetzt wurde er von der Katze gefuttert. Das ist ja lustig. Ach, das ist ja ein hammer cooles Boss-Design. Das ist ja schön. Ich habe sogar meine Super-Attacke noch übrig. Okay, zwei Geistermäuse. Und das war's schon. Knockout. Ach, das hat aber nicht lange gedauert. Ach, das war in Wirklichkeit der Werner selbst in einem Katzenkostüm. Nein, wie lustig. Also vom Design her auf jeden Fall einer der interessantesten Bosse, finde ich. 1,13 haben wir gebraucht, DP-Bonus 2 von 3, parieren 0, Supermeter 0, Fertigkeitsstufe 2, gibt uns einen C-Rang und damit kann ich durchaus leben, denn wenn wir jetzt zurück auf der Map sind, werden wir natürlich trotzdem ein neues Gebiet freigeschaltet bekommen, schätze ich mal zumindest, beziehungsweise einen neuen Abschnitt auf der Karte. Ach, da öffnen sich da unten diese Tore und da oben auch nochmal... Soul Contract, Werner Vermin, da haben wir ihn also. Und wir können jetzt hier nach oben laufen und könnten uns diesen Boss hier anschauen oder den unten. Ich werde erstmal nach unten gehen, denn ich bin ja ganz am Anfang hier an diesem Gebäude vorbeigelaufen und zwar an Helene Honigtöpfchen in rabiate Waben. Und ja, auch den probieren wir einfach mal, schauen wir uns den Gegner mal ein bisschen an und vor allen Dingen schauen wir uns mal an, was hier so auf uns zukommt. Na? Ah, Sandy, du musst leider gleich verschwinden. Ich würde gerne den Boss sehen. Okay. Eine Bienenkönigin. Okay. Eine Bienenkönigin. Ah, ich habe immer noch den Lupfer ausgerüstet. Was macht der Kollege hier? Da haben wir eine Polizeibiene. Okay. Und der spawnt hier so granatenartige Dinger. Ja. Und das war's anscheinend mit der ersten Phase. Die war gar nicht so schlimm. Da brauche ich auf jeden Fall einen anderen Angriff. Was haben wir da? Jetzt kommt die Bienenkönigin hier runter. Was haben wir da? Das sieht parierbar aus. Ist es auch. Also dieser Ball, der scheint uns hier zu verfolgen. Und den kann man aber parieren. Heißt, das ist auch nicht ganz so schlimm. Ansonsten kann ich hier auch relativ... nah an ihr dran stehen. Oh, was war das denn? Ein Dreieck hat sie gespawnt. Wollte gerade sagen, ich kann relativ nah an ihr stehen bleiben. Wir gehen nochmal zurück zur Karte. Ich möchte nochmal ein bisschen die Waffen anpassen für diesen Bosskampf. Und zwar passe ich den an auf... Muss ich mal überlegen. In der ersten Phase, wo diese Polizeibiene kommt, da brauche ich eine relativ hohe Range. Da würde ich vielleicht sogar das Pusterohr ausnahmsweise mal nehmen. Und in der zweiten Phase, wo sie am Rand steht, ja, da kann ich ja sehr gut direkten Schaden gegen sie machen. Dann nehme ich einfach mal die Kartätsche. Wir sind also quasi wieder in der Ausgangssituation angekommen. Die Kombination hatten wir schon lange nicht mehr. Wobei, jetzt muss ich mal überlegen, lasse ich das so? Doch, ich lasse das so. Also wir spielen die Biene jetzt einfach mal, beziehungsweise Helene Honigtöpfchen, einfach mal mit der Kombination, die ich mir jetzt hier so überlegt habe. Und ich hoffe, das führt auch einigermaßen zu Erfolg. Aber das sehen wir ja gleich. Na? Und da ist sie wieder, beziehungsweise da wird ja jetzt erstmal die Polizeibiene wieder kommen. Ja. Schauen wir mal, wie viel der so einsteckt. Da kann man aber eigentlich auch ganz gut ausweichen. Nebenbei kommen noch so Arbeiterbienen, sehe ich übrigens. Auch sehr, sehr lustige Idee. Oh, jetzt bin ich hier getroffen worden. Ich weiß gar nicht, wovon. So, da ist Helene. Oh, da ist wieder dieses Dreieck. Uah, da habe ich fast Schaden bekommen. Diese Dreiecke, die da spawnt, kann man übrigens auch parieren, habe ich gerade gesehen. Und was passiert jetzt? Okay, ihr Kopf... Ach, da macht sie so Raketen.
Okay, gar nicht mal so cool. Aber ich glaube, das war es schon. Macht sie jetzt? Jetzt liest sie ein Buch. Okay. Und dann? Ich habe übrigens meine Superattacke noch übrig. Ach, jetzt verwandelt sie sich in ein Flugzeug. Wie lustig. Das ist mal wieder ein hammerhartes, cooles Game Design. Ich benutze jetzt einfach mal meine Superattacke. Jetzt bin ich leider gestorben. Ach, da macht sie so einen Sägeangriff nach oben. Eieieiei, das ist ja übel. Ich gehe nochmal zurück zur Karte. Und ich glaube, ich nehme hier doch die Jägerwaffe nochmal. Ich möchte hier doch die Jägerwaffe ausrüsten, um der lieben Helene hier ordentlich Schaden zuzufügen. Denn in der Phase dürfte es schwierig sein, richtig zu zielen. Ich sollte auf jeden Fall auch für die letzte Phase tatsächlich, glaube ich, den Superangriff aufsparen. Das halte ich schon für durchaus sinnvoll. Denn das scheint auch die schlimmste Phase zu sein. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt einigermaßen hier diese Polizeibiene mit dem Jägerangriff auch kaputt bekomme. Aber eigentlich müsste die Jägerattacke eigentlich auch ziemlich gut sein. Ich finde die Jägerattacke ja allgemein ziemlich gut. Also, die hat mir hier schon treue Dienste geleistet. Leider habe ich jetzt Schaden gekriegt. Ah, das ist natürlich... ich starte den Level lieber nochmal neu. Das Problem an dem Jägerangriff ist natürlich einfach, dass der Kampf dann auch extrem lange dauert. Vielleicht mache ich hier doch zumindest am Anfang mal so ein bisschen Schaden mit der Kartätsche noch als Ausgleich. Ja, ich glaube, das könnte funktionieren. Vielleicht so eine Kombination aus beiden einfach. Ja, also zumindest habe ich die erste Phase hier hinter mich gebracht. Ich denke mal, in der zweiten Phase ist es auch einfach wichtig, diesen Objekten, die sie spawnt, auszuweichen. Das ist auf jeden Fall hier so der Knackpunkt. Ich hätte lieber den Ball als dieses Dreieck. Das Dreieck finde ich schon unangenehmer. Ja, okay, sie ist weg. Und das Gute ist, damit kann ich natürlich auch so ein bisschen meine Superattacke hier auffüllen. Na, hoffentlich machst du kein Dreieck, meine Liebe. Ah, doch, machst du leider. Das ist aber nicht nett. Dafür kann ich sie mit der Jägerattacke hier noch ein bisschen treffen. Oh, oh, oh. Schade. Das war's schon mit der Phase. Ach, vielleicht... Ich kann ihr hier auch noch ein bisschen Schaden machen, wenn sie hier oben ist. Vielleicht reicht das schon aus, um sie dann hinterher zu killen, wenn sie unterhalb von mir ist. Okay, sie spawnt jetzt von links auf jeden Fall. Die Säge. Passiert da sonst noch irgendwas? Okay, sie macht so Fäuste. Ach, jetzt hätte ich mal meinen Superangriff einsetzen können. Ich glaube, wenn ich den Superangriff benutzt hätte, dann hätte ich sie auch besiegt. Einen Versuch mache ich jetzt noch in diesem Part. Der letzte Versuch, ansonsten machen wir es im nächsten Part. So, also, Polizeibiene. Na? Komm schon, du alter Haudegen. Oh, na. Das gilt nicht als Versuch. Einen Versuch machen wir jetzt. Einen echten Versuch. Ein Versuch, der gilt, ist das jetzt hier. Ja, das sieht schon besser aus als gerade. Ah, ich möchte aber in dieser ersten Phase eigentlich keinen Schaden bekommen. Ich probiere es also nochmal. Also es ist mir eigentlich schon wirklich sehr, sehr wichtig, dass ich in dieser ersten Phase keinen Schaden bekomme, weil ich halt denke, dass man diese Lebensenergie wirklich später braucht, wenn sie in dieser Phase ist, wo sie ein Flugzeug darstellt. Zumindest schätze ich, dass das so die wichtigste Phase eigentlich ist, also die, wo man die meiste Lebensenergie braucht. Aber naja, probieren wir nochmal ein bisschen rum. Jetzt hat mich hier tatsächlich der Ehrgeiz gepackt. Ja, okay. Also zumindest die Phase haben wir jetzt schon mal erfolgreich geschafft. Und jetzt konzentriere ich mich mal drauf, möglichst viel Schaden hier gegen. Bitte kein Dreieck. Ah, sie hat das Dreieck gemacht. Wieso machst du immer das Dreieck? Das ist gar nicht mal so cool von dir, Helene. Denn... Oh, von dem Dreieck selbst kriegt man auch Schaden. Ach, ich kann sie auch da oben angreifen. Schaut mal, da oben am Bildschirmrand kann ich sie auch angreifen, beziehungsweise kann ihr Schaden machen. Das wusste ich vorhin gar nicht. Okay. Das könnte jetzt schon wieder die letzte Phase sein.
Ah, leider habe ich hier diesmal da oben keinen Schaden machen können. Ah, noch einen Versuch. Noch einen Versuch möchte ich jetzt machen. Na komm. Helene. Das wird jetzt ein langer Part, beziehungsweise für meine Verhältnisse wird das ein langer Part. Aber ich habe jetzt schon irgendwie den Anspruch, die liebe Helene noch ans Schafott zu führen. Okay, also zumindest diese Phase habe ich hier unbeschadet bestanden oder überstanden. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, hier in diesen Phasen ganz viel Schaden zu machen und sich nicht von diesen Dreiecken hier und so zu treffen zu lassen. Die Dreiecke sind wirklich furchtbar. Also das sind die unangenehmen Stellen. Das hier geht eigentlich. Also das mit diesen Projektilen hier, das finde ich gar nicht so schlimm. Beziehungsweise mit diesen Bomben. Denn man kann hier oben wirklich sehr leicht Schaden zufügen. Sagte er und wurde getroffen. Ganz so leicht scheint es dann ja doch nicht zu sein. So, jetzt aber hier. Schaden, Schaden, Schaden. Hoffen wir mal, dass es diesmal klappt. Und jetzt muss ich einfach nur meine Superattacke vielleicht im richtigen Moment zünden. Ich mach's jetzt einfach mal und probiere mal mein Glück. Oh, das hat nicht gereicht, leider. Oh, das war's! Nein, Quatsch! Cool, okay. Dann haben wir tatsächlich noch die liebe Helene in diesem Part besiegt. Das finde ich cool. Ja, war ein bisschen länger. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Falls es so sein sollte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen. So oder so hören wir uns im nächsten Part, wenn wir wieder mit Cuphead die Tintenfassinsel 3 weiter erkunden. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Huxel. Ciao! Übrigens, B- im Rang. Nicht schlecht.